Moin moin, guten Tag und hallo zu Folge Nummer 4, ja, Folge Nummer 4 der 13 Dinge Kiste. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade hier am relativ zügig ins Bettchen kommen. Ach ja, ich gut Deutsch. Ja, ich war nämlich nochmal in der Wüste bei dem Tempel, habe dort die Heuballen dann halt eben eingesammelt und was halt eben auch unten in den Kisten halt eben noch drinnen war, die verschiedensten Sachen, hatte vorher halt eben auch noch ein bisschen Fleisch halt eben gesammelt, aber während dem Fleischsammeln ist mir halt eben eingefallen, hey, da sind doch die Heuballen. Daraus können wir dann halt eben das Weizen machen. Ein Weizen pro Ballen, also das ist halt eben schon einiges. Und aus diesem Weizen können wir dann jetzt Brot machen. Und damit haben wir jetzt einen ganzen Stacken Brot, womit wir uns dann halt eben jetzt vollhauen können, weil die Hungerleiste ist ganz unten gewesen. Und jetzt sind wir halt eben auch gut vorbereitet. Draußen das ganze Gestöhne ist dann halt eben auch gerade so Step by Step am Verbrennen. Machen wir vielleicht halt eben noch das da hier. Dann passt es. Den Rest packen wir dann halt eben hier rein. Ihr seht, es ist ein bisschen halt eben was zusammengekommen an verschiedensten Materialien. Jetzt werfen wir einfach alles hier rein, denn ich habe mir gedacht, dass wir heute eine Höhlenerkundungstour machen, denn wir brauchen sowas hier. Das wäre mal nicht schlecht. Moment, packen wir das dann hier auch mal. Ich habe hier eine leere Kiste dann halt eben hin, dass wir hier dann halt eben unsere Metalle dann halt eben sammeln können. Können wir vielleicht auch die Cola halt eben reintun. Ja, weil wir brauchen, wie gesagt, Eisen und das dann halt eben nicht gerade wenig, dass wir dann halt eben auch wieder gute Werkzeuge dann halt eben herstellen können. Denn, ups, falsch, so rum. Denn, ja, unsere Steinaxt ist ja dann eben auch schon wieder aufgebraucht. So, jetzt frage ich mich gerade echt, wo... Ah! Stopp! Böses Skelett. Ah, okay, passt. Aber da war doch noch irgendwo ein Zombie gewesen. Oder war der vielleicht unterirdisch? Dann sollten wir uns da mal vielleicht mal in die Tiefe dann halt eben mal reinbuddeln. Ich hatte dann halt eben auch neulich dann halt eben hier die Schafe und Schweine dann halt eben ein bisschen miteinander sich paaren lassen. Und wie ihr sehen könnt, ich hab's nun... Okay, das muss unterirdisch sein. Weil ich sehe ansonsten gerade nichts. Ja. Wie ihr sehen könnt, ich habe es mit dem Zuckerrohr halt eben dezent übertrieben, weil ich mir gedacht habe, naja, komm, alles, was halt eben da rauskommt, pflanze ich halt eben hier an, während es dann halt eben gewachsen ist und alles hier gewachsen ist, habe ich dann halt eben, ja, immer weiter hier um diese kleine Bucht drumherum gepackt und ich glaube, damit dürften wir dann vielleicht genug Papier dann halt eben hinbekommen für unsere Bücherregale. Und hier das Weizen und die Karotten habe ich dann halt eben auch ein bisschen größer gemacht. Also ja, ihr kennt es ja, die Farmarbeiten so nebenbei ein bisschen machen. Und die sind ja jetzt ja nicht gerade das Spannendste. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Seetang. Gut, okay. Können wir einfach so drin lassen, weil ja, ich tue halt eben nebenbei auch noch Brennstoffe dann halt eben herstellen. So, ich glaube, das dürfte passen. Wir haben ein leeres Inventar. Wir haben eine Diamantspitzhacke.
Müssen wir dann halt eben auch dann halt eben aufpassen, dass uns die nicht kaputt geht. So, und dann würde ich gleich mal sagen, buddeln wir mal hier mal uns runter, weiter. Und das hört sich vielleicht an, wie wenn da jetzt links oder rechts irgendwo eine Höhle wäre. Schauen wir mal. Ne, vielleicht doch noch ein bisschen tiefer. Graben wir uns hier mal ein bisschen runter. Weil der Enderman ist ja auch schon recht laut und da sehen wir auch schon den Creeper. So, dann buddeln wir mal hier frei. Tja, wie kommen wir jetzt hier am besten runter? Ich glaube, das ist jetzt nur so ein kleiner Vorsprung. Da ist noch ein Creeper. Eieiei. Creeper über Creeper. Kriegen wir den dann so vielleicht gehauen? Ja, wenn er nicht abhauen würde, dann könnte man den so gehauen bekommen. So ein kleiner Feigling. Machen wir mal hier. Oh, nein, nein, nein. Okay. Das war so nicht geplant, aber gut, okay. Und jetzt kommen hier auch schon fast die Zombies dann nicht. Gut, okay, dann müssen wir, wenn wir den getötet haben, hier gleich mal ein bisschen Licht machen. Oh, noch einer. So. Und da haben wir dann auch gleich schon etwas Eisen. Und noch ein Zombie. Einige sind hinten ins Corner oder was? Okay, hast du noch aus? Sollten wir gleich mal da mal nachschauen. Oder es waren jetzt halt eben nur, weil ich hier die ganze Zeit in der Nähe war. Boah, wir sollten was essen. Weil ich hier die ganze Zeit in der Nähe war, dass hier immer wieder Viecher aufgetaucht sind. Könnte ja auch gut möglich sein. Ja, also Spawner haben wir nicht, aber nochmal eine Creeper, nicht explodieren. Wir hätten ein Schwarzpulver brauchen können. Apropos Schwarzpulver. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut, wie man die Raketen macht. Ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Aber ja, irgendwie war das nicht in der Rezeptsammlung halt eben drin. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber... Ich weiß jetzt, wie man die Raketen macht. Oh, wir sollten noch mal essen. So, sollten wir uns jetzt noch kurz regenerieren. Aber ich denke, das reicht jetzt gerade mal vom Ausleuchten her in dieser Ecke. Können dann gleich mal hier anfangen, das Eisen einzusammeln. Weil das ist ja der Hauptgrund, warum wir hier sind. Also... Finde ich jetzt zumindest. Schauen wir mal, was wir hier so alles entdecken. Denn ja, so eine Höhle direkt unter der Basis zu haben, hat Vorteile, aber könnte vielleicht auch Nachteile haben. Wir müssen es halt eben einfach mal auskundschaften und ja, uns hier einfach mal ein bisschen durcharbeiten. Enderman, dich wollen wir jetzt gerade noch nicht. Ich hatte mal einen Enderman, der mitten in der Nacht vor der Base aufgetaucht ist, angegriffen, weil ich gehofft hatte, er bringt vielleicht dann halt eben so eine Perle. Aber dem war leider nicht so. Also wir müssen wohl darauf hoffen, dass wenn wir unser Enderportal dann halt eben aufbauen, dass wir da dann halt eben wieder in der Nähe von so einem blauen Wald sind. Ich habe vergessen, was genau das wieder für ein Wald ist. Wirrholz oder so ähnlich. Ja, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Auf welcher Höhe sind wir denn? Wir sind auf Höhe... bin ich jetzt blind? So hoch sind wir noch? 53? Okay, das ist echt noch sehr hoch. Aber gut, okay. Dann können wir ja mal
mit dem Granit mal das Wasser mal zumachen, weil das nervt ja gerade nur. Mal Brot zwischen die Kiemen hauen. So, soll man da jetzt einfach weiter runter buddeln oder soll man eher hier bleiben und hier dann weiter runter buddeln, dass wir unseren eigentlichen Weg haben, den ich jetzt irgendwie wohl verpatzt habe. Hallo? Wo ist unser Zuhause? Ah ne, Moment mal, hier noch ein bisschen. Genau, hier, genau. Hier geht es dann wieder nach Hause. Ich glaube, das sollten wir mal so hier extra markieren. Vielleicht hilft es ja. Ja, sind wir jetzt immer noch nicht weiter. Oder wir buddeln jetzt ja einfach hier irgendwie so weiter. Oder wir machen hier einfach einen Weg weiter, weil dann sind wir auch auf relativ gerader Linie. Hier haben wir ja alles ausgeleuchtet. Hier ist ja nicht weiter was mit Erzen. Zumindest nicht mit Eisenerzen. Und jetzt schauen wir mal. Ich höre schon wieder irgendwelche Zombies. Fackel. Als ich dort halt eben gerne irgendwie relativ weit runterkommen. Au, 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 au. Aber nicht so. Nicht so. So war das nicht geplant. Ah, böser Mini-Zombie. Die sind sowas von nervig, weil sie so schnell sind. Na, komm, dann. Tja, hier sind wir runtergefallen. Jetzt sollten wir hier vielleicht noch eine gescheite Treppe bauen. So. Geht das? Theoretisch. Ja, okay. Muss man zwar ein bisschen so um die Ecke gehen, aber ja, das geht. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier so alles haben und finden. Ich hoffe wirklich ausreichend Eisen, denn ich möchte sehr gerne ja, gute Ausstattung halt eben an Werkzeug haben, damit wir dann heute am Samstag, genau, ich muss jetzt gerade ein bisschen in die Zukunft reindenken, dass wir hier dann halt eben den Livestream machen können, denn ich würde sehr gerne mit euch anfangen, unser Dorf zu bauen, also das Dorf-Eisengolem-Farm, und da habe ich halt eben ein bisschen rumexperimentiert und ja, da sind dann tolle Sachen halt eben rausgekommen, die ich dann gerne mit euch umsetzen möchte, aber halt eben nicht in den Folgen. Also in den Folgen werden wir es weitermachen, klar. Aber wow. Das ist cool. Da haben wir jetzt hier eine richtig tolle Schlucht. Nur blöd, dass wir jetzt keinen Wassereimer da haben, dass wir dann einen Wasserfahrstuhl auf reinmachen können. Ja, ich lasse mich zu leicht ablenken. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, ja, wegen dem guten Werkzeugen, dass wir dann halt eben auch am Samstag, also heute, gut ausgestattet sind, um mit dem Dorf halt eben anzufangen, dass wir das dann halt eben schön aufbauen und planen können. Enderman, du nervst gerade. Jo. Weil das wird viel Arbeit und Planung dann halt eben brauchen. Und da wird man sicherlich auch einiges an Zeit dann halt eben drin verschlingen. Deswegen hätte ich das halt eben schon gerne im Livestream halt eben angefangen. Ich werde den auch noch heute dann halt eben ankündigen. Und ja, einplanen, dass das halt eben auch schon ja, vor
gezeigt wird, dass ihr da eben euch auch vorbereiten könnt, als ihr dann halt eben wollt. Und ja, wird es natürlich auch noch über Twitter halt eben kundgeben. Und dann dürfte das ja, glaube ich, gut funktionieren. So, mal jetzt das ganze Eisen mit. So, schauen wir mal hier weiter nach unten. Ne, hier kamen wir doch her, oder? Aber da ist noch recht dunkel. Was war in dieser Ecke? Ne, war einfach nur... hier. Stimmt, hier kamen wir her. Ach je. Hat du Kopf wie Siebmutter notieren. Und in diesem Sinne sollte ich dann halt eben vielleicht wirklich halt eben Holzschilder mitnehmen. Und dann mit diesen Holzschildern mir dann halt eben den Weg halt eben anzeigen. Also, dass ich dann halt eben wirklich einen Pfeil dann halt eben dorthin mache, wo dann halt eben unser Zuhause halt eben ist. Dass wir dann halt eben da auch ohne Probleme durchkommen. So, ich würde jetzt gerne versuchen, dass wir hier uns vielleicht irgendwie runtergraben können, weil so eine Schlucht hat natürlich ihre Vorteile. So, machen wir es eher so, das ist dann nicht ganz so nah am Rand. Ja, gut, okay, nochmal ein bisschen rein. Ach je, ja. Ja, das war jetzt gerade auch ein bisschen gefährlich von mir. Ja. Ach je. Das wird wieder so ein blödes Zickzack-Gelaufe. Und ihr wisst ja, wie gut oder schlecht ich darin bin, hier die ganze Zeit irgendwie im Zickzack zu laufen. Aber ja, das kriegt man, glaube ich, schon noch irgendwie gebacken, hoffe ich. Schau nochmal vorsichtig runter. Da hat's Eisen, das ist sehr schön. Da hat's noch mehr Eisen. Okay, wir sollten auf jeden Fall ganz nach unten hinkommen. Da hinten ist aber ziemlich hell. Ist da etwa Durchbruch zur Oberfläche? Ja, könnte möglich sein, also so hell wie es da ist. Ich glaube, wir machen besser hier jetzt dann halt eben eine Treppe runter. Das ist jetzt eine gerade Wand. Und dann versuchen wir von unten halt eben die Rohstoffe halt eben einzusammeln, die wir brauchen. Also, wie gesagt, hauptsächlich halt eben Eisen. Ich wiederhole mich ein bisschen arg, oder? Jetzt würde ich halt eben eigentlich schon gern irgendwie darüber kommen. Dann basteln wir uns dann mal so eine kleine Behelfsbrücke, Ebene. Genau. Ja, dann kommen wir hier ran. Perfekt. Ja, zu meinen Ideen mit dem Dorf, dass wir vielleicht halt eben auch ein bisschen Thema vielleicht noch haben heute. Ihr werdet es ja dann halt eben nachher dann halt eben sehen. Ich habe dann mir ein paar Gedanken gemacht, wie kann man ein ja normales, also fast wie natürlich aussehendes Dorf haben und gleichzeitig dann halt eben auch noch eine Eisenfarm dann halt eben damit verbinden. Ja, ich glaube, verbinden passt halt eben am besten von der Beschreibung her. Enderman wahrscheinlich nur. Und ja, da müssen wir dann halt eben auch viel mit Halbstufen dann halt eben arbeiten und müssen dann halt eben ein recht ausgeklügeltes System machen mit Wasser
Straßen. Oh nein, nein, nein. Okay. Mist. Okay, den anderen wollte ich jetzt eigentlich nicht angreifen. Das geht nicht anders. Aber so kann er uns, glaube ich, nicht schaden. Na komm. Trau dich. Na komm. Eins noch. Oder zwei. Enderman. Enderman. Wo bist du? Ich höre dich noch. Komm, put, put, put. Nein, nicht du. Du bist böse. Ach. Okay. Also der Enderman ist immer noch sauer auf uns. Hört sich zumindest danach an. Aber wo ist der? Das ist jetzt seltsam und kurios. Hat er sich irgendwo rein teleportiert, wo er nicht hingehört? Aber das wäre ja dann hätte ihm ja auch sehr komisch. Warum sollte er sowas machen? Die KI hat doch auch eine gewisse Intelligenz. Ja, die Intelligenz, einen Hamster einfach von hinten anzugreifen. So eine Sauerei. Okay, dann gehen wir jetzt mal zügig hier runter. In der Hoffnung, dass der Enderman dann halt eben nicht mehr sauer ist. Und dass dann halt eben unten der Creeper, den ich gerade noch gesehen habe, und seitdem auch nicht ans Leder gehen möchte. So, jetzt haben wir ja wieder diese blöde verschwundene Treppe. Ja, klar. Oh. Also, ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine, oder? Mit verschiedenen Treppen und so weiter. Ich glaube, wir hätten eher hier bleiben sollen. Verwunderte Treppe? Nein. Gewundene Treppe, meinte ich. So. Jetzt schauen wir mal, da sind unsere Sachen. Oh. Das ist jetzt sehr blöd und jetzt sich so. Können wir das überleben, wenn wir da jetzt halt eben runterstürzen? Ich glaube nicht, oder? Sollte man schon wenigstens ein, zwei Blöcke halt eben tiefer runterkommen. Wir haben ja ein bisschen Zeit, aber halt eben auch nicht zu viel Zeit. So kurz vorm Ziel. Ah, jetzt ist da das blöde Skelett. Ja, das ist jetzt wirklich abenteuerlich, aber ja, gut, okay. So habt ihr dann wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Au! Ah, blödes Ding. Ich würde dich jetzt halt eben so gern irgendwie zubauen, aber das funktioniert ja nicht. Wo ist unser Schwert? Da ist ein Bogen. Das Holz. Ach, Mist. Oh, das blöde Ding nervt. Da kommen wir jetzt halt eben irgendwie auch nicht wirklich gescheit ran. Ich würde den gerne irgendwie einbauen, aber das geht nicht. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie schnell einbauen. Okay, jetzt sterbe ich, glaube ich, gleich nochmal. Ah, so ist das nicht geplant. Du blödes Skelett.
Ja gut, okay. Mit einem halben Herz kommen wir eh nicht wirklich voran. Okay, nochmal runter. Halt. Schauen wir mal, ob wir... Ein Bogen, drei Pfeile. Das ist echt nicht viel, aber ja gut, okay. Besser als gar nichts. Vielleicht können wir ja mit drei Schüssen irgendetwas bewerkstelligen. Schauen wir mal. Ich mag das nicht. Aber naja, gut, okay, was jetzt? Das kriegt man schon hin. War glaub so rum, oder? Ja, genau. Dann jetzt die gewundene Treppe. Ja, ich lerne es. Ich kriege es doch noch hin. Dann rum und num. Aber jetzt sollten wir uns, glaube ich, halt eben wirklich sehr beeilen. Weil die 5 Minuten laufen ab. Zack. Zack. Yes. Einer weg. Okay, und jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Mist. Ja, gut, okay. Hilft ja alles nichts. Wir müssen da halt eben irgendwie zügig runterkommen und uns... Oder wir kriegen es hin, dass der Creeper gereizt wird und das Skelett mit in die Luft jagt. Aber ich glaube, da sind wir zu weit weg, oder? Ja, ich glaube, da sind wir echt zu weit weg. Und scheiße. Nein, unsere ganzen Sachen sind weg. Och, nee. Das ist jetzt richtig blöd. Fuck. Sorry. Mist. Ach nee. Ja gut, okay, dann können wir theoretisch halt eben auch gleich uns wieder irgendwie hocharbeiten. Dann bringt es ja jetzt hier irgendwie überhaupt nichts hier unten rund zu gammeln. Ach nee. Oh, das ist jetzt bitter. Und wir hatten auch so viel schön Eisen dabei gehabt. Oh, Mist. Ja. Wie war das halt eben nochmal? Es bringt halt eben nichts, Rüstung mitzunehmen, die man innerhalb der ersten so und so viele Folgen dann halt eben verliert. Ja, ich glaube, das wäre jetzt dann halt eben exakt so eine Situation halt eben gewesen. Ach ja, gut, okay. Dann arbeiten wir uns hier irgendwie hoch und gehen dann halt eben wieder in die Basis. Werden dann halt eben mit den 5 Eisen, die wir dann halt eben da haben, versuchen wir dann halt eben etwas halt eben zu bewerkstelligen. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen... nervig, aber ja, gut, okay. Wir haben halt eben gerade nicht mehr. Aber ja, was soll's. Ich glaube, ich tue euch das jetzt dann halt eben nicht noch weiter an, den Nachhauseweg dann halt eben noch mit aufzunehmen. Und würde euch jetzt dann halt eben einen schönen Tag wünschen, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.